Willkommen zurück zu Programmieren 2. Wir haben im letzten Video festgestellt, dass langlebige Operationen auf dem UI-Thread unser User-Interface einfrieren lassen. Und wir haben auch festgestellt, dass wenn wir dann eine Operation auf dem Background-Thread oder auf einen Background-Thread auslagern, dann kann es zu sogenannten Thread-Affinitätsproblemen kommen, wenn wir innerhalb dieses Background-Threads auf Oberflächenelemente zugreifen wollen. Deswegen werden wir jetzt uns eben schrittweise an die Umsetzung hier machen, dass wir hier eben bestimmte Sachen noch auf dem UI-Thread machen und dann uns anschauen, wie wir unsere oder die Berechnung tatsächlich auf einem Background-Thread machen können und wie wir das Ergebnis wieder zurück auf den UI-Thread bringen. Und im Prinzip sehen wir hier jetzt eben, dass wir hier im Prinzip zwei Parameter jetzt für diese Methoden bräuchten. Und ich werde das so machen, dass ich das über ein Feld löse. Das heißt, ich habe hier einfach eine List of Integerwerte. Das sind meine Dividenden. Und die Dividenden berechne ich mir eben direkt hier noch auf dem UI-Thread, bevor ich diesen Task starte. Und das machen wir jetzt eben so, dass wir uns das nicht in einer Variable festhalten, sondern in einem Feld. Das heißt, die Berechnung hier unten, die werden jetzt eben hier direkt so ausgeführt. Das heißt, wir haben hier jetzt eben die Möglichkeit, wir erstellen die Dividenden noch auf dem UI-Thread, wir starten dann unseren Task und was wir natürlich hier auch noch machen müssen, ist, dass wir dieses Setzen des Textes für den Ergebnis-Textblock und dieses Deaktivieren der Progress-Bar und das Einschalten des Buttons, das muss natürlich auch noch weg vom Background-Thread, auch das würde eben hier wieder eine entsprechende Exception auslösen. Ja, wie bekommen wir das jetzt hin, dass wir sozusagen wieder auf den UI-Thread kommen? Der Punkt ist, dass wir das hier einfach festhalten. Wir brauchen hier übrigens einen Long. Den können wir noch hier weglassen. Und wir müssen jetzt eben dafür sorgen, dass wir vom Hintergrund-Thread hier wiederum eben auf den UI-Thread kommen. Und das kann man eben unter anderem mit einem Aufruf von Dispatcher machen. Und zwar beginInvoke. Dispatcher ist eben, wie schon gesagt, das Objekt, das die UI-Thread-Mechanismus, dieses Rendern und Nachrichtenverteilen implementiert. Und diesen Dispatcher bekommen wir über die Klasse DispatcherObject, die wir auch später noch kennenlernen werden. Und im Prinzip kann man sich einfach merken, jedes WPF-Element kennt den Dispatcher, zu dem es zugeordnet ist, weil eben alle WPF-Elemente von Dispatcher-Object letztendlich ableiten. So, und was wir hier machen können, wir können eben hier ein Delegate angeben, der wieder auf den UI-Thread eingereiht werden soll. Und dazu machen wir uns einfach eine neue Methode. Gebe Ergebnis aus beispielsweise und diese Methode bekommt eben das Ergebnis.
wir machen hier eine neue Action, die eben einen Int bekommt und geben hier gebe Ergebnis aus an und wir müssen hier dann eben noch die Parameter tatsächlich angeben und so sieht das Ganze dann eben aus. Wir sind jetzt eben dann hier unten in dieser Methode, wir können die Progress Bar wieder einschalten, wieder ausschalten und den Button deaktivieren und den Ergebnis-Textblock Text hier eben mit dem Ergebnis to String setzen. Das ist eben eine Möglichkeit, wie wir eben explizit wieder von einem Background-Thread wegkommen auf den UI-Thread. Und wir werden dann hier eben auch sehen, wenn ich hier nochmal einen Breakpoint setze, jetzt sollte diese Exception nicht mehr auftauchen, weil wir eben hier jetzt nicht mehr das Problem haben, dass wir hier in einem anderen, sozusagen hier die Thread-Affinität stören würden. Also wir schauen jetzt nochmal an, ob das jetzt tatsächlich funktioniert. Ich drücke hier auf Start und wir sehen hier die Progress Bar hat die Animation, unser Button ist deaktiviert, das heißt der Nutzer kann keine weiteren Eingaben machen. Die Berechnung findet jetzt tatsächlich auf dem Hintergrund-Thread statt und wir sehen zwar hier, dass es ein bisschen ruckelt, aber das liegt daran, dass ich eben nebenbei das Video mit aufnehme und irgendwann sollten wir dann eben zu dem Punkt hinkommen, dass wir bei Dispatcher Begin Invoke sind. Und irgendwo ist eine Exception jetzt aufgetreten. Ah, okay, ich habe hier noch ein Problem. Verzeihung. Ich muss nochmal abbrechen. Ich habe hier einen Fehler gemacht. Ich will mir hier ein Int übergeben lassen. Eigentlich brauche ich aber einen Long. Denn ich berechne diese Zahl hier ja auch tatsächlich mit einem Long. Also das war jetzt mein Fehler. Probieren wir das Ganze nochmal. Beispielsweise bis 18. Vielleicht brauche ich dann etwas kürzer. Aber genau jetzt sollte es eigentlich gehen. Und wir haben gesehen, er ist jetzt auch schon vorbei. Das heißt, wir sind hier bei 12.252.240 als kleinste vielfache Zahl, die durch alle Dividenden von 2 bis 18 teilbar ist. Und genau das ist eigentlich auch das, was wir hier erwarten. Und wenn wir eben bis 20 gehen, dann wird es ein bisschen länger dauern, bis wir diese Zahl haben. Aber wir sehen jetzt eben, prinzipiell funktioniert das Ganze genauso, wie wir uns das eigentlich vorstellen. Es ist aber eben wichtig, dass man die Konzepte des UI-Threads kennt und dass man dort keine langlebigen Operationen ausführt und dass man eben weiß, was Thread-Affinität heißt, damit man sofort feststellen kann, okay, ich greife hier auf ein Oberflächenelement zu das, und ich befinde mich gerade in einem Background-Thread und das ist eben nicht erlaubt. Wir sehen hier aber jetzt genau, jetzt funktioniert eben diese Applikation so, wie man sich das als Nutzer vorstellt, intuitiv. Wir haben hier zwar jetzt mit Dispatcher Begin Invoke eine Möglichkeit gesehen, dass wir darauf tatsächlich diese ganzen die Ergebnisse sozusagen wieder auf dem UI-Thread setzen können über diesen Aufruf. Aber im Prinzip ist es eigentlich ziemlich schlechter Code, den wir hier haben. Das heißt, wir haben hier diesen Button-Händler, da machen wir schon ein bisschen was. Dann starten wir diesen Task hier und sind eben dann hier auf einem Hintergrund-Thread. Und das eigentlich Ergebnis wird dann wiederum hier unten in dieser Methode ausgegeben, die wir dann wiederum auf dem UI-Thread ausführen. Und im Prinzip kann man mit der sogenannten Async- und Await-Funktionalität von .NET, die eben seit .NET 4.5 mit eingeführt wurde in das Framework, diesen Code viel einfacher schreiben. Und das schauen wir uns jetzt einfach mal direkt an. Der Punkt ist, ich brauche diese extra Funktionalität hier eigentlich nicht. Und ich brauche auch nicht diesen Dispatcher-Invoke-Aufruf.
Ich kann hier bei diesem Aufruf tatsächlich gleich einen Long zurückgeben. Und ich kann hier eben auch direkt einen Task of Long erstellen. Das heißt, ich kann hier eine Methode angeben, die einen Rückgabetyp hat. Und wir machen hier dann eben keinen Break mehr und brauchen auch kein Ergebnis mehr, sondern wir geben einfach Return I zurück. Ich nehme auch mal diesen Try-Catch-Block hier weg, den wir jetzt eigentlich nicht mehr brauchen. Und wenn wir eben hier durchgelaufen sind, das habe ich eigentlich auch in dem vorherigen Beispiel noch nicht gemacht, dass wir hier eben feststellen, dass wir irgendwann am Ende sind, dann kann ich eben hier sagen, dass ich hier eine Exception schmeiße. Genau. Und jetzt schauen wir uns mal an, was hier jetzt eigentlich passiert. Wir möchten eigentlich hier direkt dahinter wiederum sagen, Progress Bar is indeterminate ist gleich false und wir schalten den Button wieder ein. Und wir möchten eben das Ergebnis hier noch ausgeben. Das Blöde ist aber, wenn ich hier jetzt direkt Start aufrufe, das ist ja ein asynchroner Aufruf. Das heißt, sobald diese Methode auf einem Thread eingereiht wurde, kommt dieser Aufruf sofort zurück und erst nach und nach wird eben auf dem anderen Thread diese Methode durchlaufen. Das heißt, wir kommen hier eigentlich schon viel zu früh an. Der Vorteil ist, wir können await einsetzen. Wir können einen Task erwarten. Und damit ich hier await schreiben kann, muss ich beim Methodenkopf das Schlüsselwort async mit angeben. Was passiert jetzt hier? Wenn wir in diese Methode reinkommen, auf dem UI-Thread, wird eben das Übliche hier gemacht. Wir sind hier noch thread-affin, wir berechnen hier die Dividenden, das ist keine große Operation. Und wir starten dann diesen Task. Und dieses await sorgt jetzt dafür, springe wieder zurück aus dieser Funktion, damit der UI-Thread-Prozess weiterhin laufen kann. Wenn der Task dann sagt, hey, ich bin fertig, dann springe wieder zurück an diese Stelle in diese Methode und mache hier weiter. Und mit await ist eben dann das Schreiben von solchen Methoden, die wir auf den Hintergrundthread auslagern, sehr, sehr, sehr einfach. Wir können von diesem await sogar noch sagen, ich habe hier das Ergebnis. Und was eben jetzt passiert ist, das, was hier zurückgegeben wird, das wird direkt hier eben wiederum auf dem UI-Thread dann in diese Variable gesteckt. Und wir könnten dann beispielsweise sagen, dass wir hier im Ergebnis-Textblock.text ist eben gleich Ergebnis.toString mit n0, so wie wir es jetzt auch gekannt haben. Der nächste Punkt ist, was passiert denn eigentlich, wenn hier eine Invalid Operation Exception geschmissen wird. Auch das kann await abfangen und das ist wirklich so gut, dass wir hier eigentlich bloß einen Try-Catch-Block drumherum machen müssen. Und wir lassen eben dieses den Task Start und das Ergebnis hier drin laufen. Wir müssen dann hier vielleicht noch das
Ergebnis direkt hier oben aktualisieren am besten. Aber tritt jetzt hier eine Invalid Operation Exception auf, dann können wir das eben abfangen. Und wir sagen dann eben, Ergebnis Textblock, Text ist gleich, wenn wir diese Exception bekommen, dass wir hier sagen, Exception.toString oder Message. Das setzen wir jetzt eben als Ergebnis hier ein. Danach deaktivieren wir die Progressbar, aktivieren den Button, egal was passiert. Und das ist jetzt hier wirklich schon ein Haufen Funktionalität, der einem abgenommen wird. Dieses Szenario hatte ich vorher mit Dispatcher.beginInvoke überhaupt nicht durchgegangen. Wenn wir hier jetzt eine Exception haben, dann wird die eben automatisch auf dem auf dem Background-Thread gefangen und in der Klasse Task festgehalten. Dieses Schlüsselwort Await sorgt dann dafür, dass wenn der Task wiederum auf dem UI-Thread gemarschelt wird, dass diese Exception dann wiederum auf dem UI-Thread ausgelöst wird, sollte hier eine aufgetreten sein. Und das sorgt natürlich wiederum dafür, dass wir hier jetzt versuchen, den entsprechenden Catch-Block zu finden. In unserem Fall würden wir dann eben hier reinkommen und das als Ergebnis setzen. Wir konnten diese Zahl nicht berechnen, weil die gesuchte Zahl zu groß ist für den Datentyp Long in unserem Fall. Und das ist eben für uns als Programmierer sehr, 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 sehr einfach einzusetzen. Und ich kann Ihnen nur empfehlen, wenn Sie von Background Threads wieder auf den UI-Thread müssen, dann setzen Sie dazu Async Await ein, wenn Sie .NET 4.5 oder höher eben einsetzen können. Es erspart Ihnen die Arbeit ungemein. Noch mal einen kleinen Hinweis, es gibt auch eine Erweiterung für .NET 4, dass eben diese Async Await Funktionalität da hinzukommt. Aber recht viel einfacher kann man es sich nicht machen. Der Vorteil ist, das Ganze schaut eigentlich aus wie wie prozeduraler Code. Wir können uns sogar das Ganze noch ein bisschen einfacher machen, indem wir hier eben Task of Long, da gehen wir eben auf die statische Eigenschaft, Entschuldigung, so rum, Factory, hier brauche ich dann kein New mehr, das ist Blödsinn, und Start New. Und wir geben hier einfach berechnen kleinste vierfache Zahl an. Mit diesem Ausdruck kann man eben einen neuen Task erzeugen und sofort starten lassen mit der entsprechenden Methode, die man hier eben angibt. Und recht viel schwerer ist es dann auch nicht. Also es hat unseren Code eigentlich nochmal verkürzt und es schaut wirklich aus wie synchroner Code, der eben fast auf einem Thread ausgeführt wird, bis eben auf diese beiden Schlüsselwörter, an die wir uns noch erinnern müssen. Also nochmal kurz, Await, dahinter muss einfach ein Ausdruck stehen, der ein Task ist. Und die Task-Klasse hat eben eine solche API, dass sie bekannt gibt, wann der Task beendet ist. Und darauf reagiert eben Await wieder. Und sobald wir wenigstens ein Await in einer Methode haben, brauchen wir eben den Modifizierer Async. Sonst geht es nicht. Also jetzt kann ich vielleicht auch noch mal ganz kurz ansprechen, der Compiler sorgt eigentlich dafür, dass diese Methode dann beim Kompilieren aufgebrochen wird in die Struktur, die wir eigentlich vorher hatten. Also sozusagen alles, was nach diesem Await ist, wird eine neue Methode und alles, was davor ist, wird eine eigene Methode inklusive diesem Aufruf hier eben. Und darüber kann dann der Compiler eben sagen, was dann wohin muss, und dieses Try-Catch muss er natürlich auch noch selber organisieren. Das muss natürlich in die Methode hin, die nach dem Ablauf des Tasks aufgerufen wird. Aber das müssen wir als Programmierer nicht mehr selber machen und unser Code wird dadurch eben sehr kohäsiv, weil wir im Prinzip fast alles genauso schreiben können, wie wenn wir es synchron auf einem Thread aufrufen lassen. Und dadurch ist eben die Lesbarkeit meines Erachtens deutlich besser, als wenn wir das über drei Methoden verteilt haben, was wir da eigentlich machen. Ja, und dann sehen wir uns natürlich auch an, dass das Ganze noch funktioniert. Wir sehen hier genau das Gleiche. Unser UI-Thread
friert nicht ein, wir können das Fenster bewegen, wir haben die Animation hier, der Button ist deaktiviert. Die Berechnung findet nach wie vor eben auf einem Hintergrund-Thread statt, den wir über diesen Task angesteuert haben. Und Await sorgt jetzt eben dafür, dass wir, sobald wir an diese Stelle im Code kommen, verlassen wir diese Methode. Wenn der Task vorbei ist, machen wir genau an der Stelle weiter, wo wir eben waren. Und wir sehen hier eben das übliche Ergebnis. Und es hat genauso funktioniert wie vorher. Wir haben jetzt eben einen guten Einblick bekommen, was wir beim UI-Threading alles beachten müssen. Und wie gesagt, die Task-Klasse ist eben dann meines Erachtens in .NET die beste API, um sowas umzusetzen. Warum? Weil Async und Await nur mit Task eben funktioniert. Hinter Await muss irgendwas stehen, irgendein Objekt, was ein Task ist. Und dann haben wir aber eigentlich eine sehr einfache und schöne Möglichkeit, dass wir Funktionalität teilweise auf einem UI, auf einem Background-Thread ausführen lassen, uns das Ergebnis direkt zurückgeben lassen und dann können wir unter Beachtung der Thread-Affinität die entsprechenden Elemente im UI aktualisieren. Damit sage ich vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Bis bald!